Ja, ich begrüße euch mit meiner bekannten Art. Mein Name ist Seven Heaven und heute geht es weiter mit Sardinien Teil 2. Das heißt, davor machen wir noch einen Tunnelbohren. Guten Morgen. Ja, wie man sieht, das Wetter ist bescheiden. Trotzdem habe ich gesagt, okay, ich habe das Motorrad eh noch nicht putzt. Schaut aus wie Sau. Aber egal. Ich schaue, dass ich, wie ich gesagt habe, so viele Motovlogs mache, wie es nur geht. Und darum auch ein gutes Wort. Es haben mich einige Leute angeschrieben auf Facebook und auf Instagram. Ja, super, YouTube natürlich auch. Sozusagen, jetzt hast du uns heiß gemacht, wir wollen die Story hören, erzähl sie uns doch. Meine Lieben, ihr werdet mir noch danken. Und zurzeit, ich muss ein bisschen Arbeit aufholen und ich war gerade 2 Wochen weg, es ist so viel zu tun und ich probiere einfach wirklich meine ganze Freizeit jetzt gerade ins Motorvloggen zu stecken, so dass ich all diese Sachen fertig kriege, bevor es endgültig over ist. Ihr seht, Blätter fallen, kalt, Arsch, bald wird schneien. Ja. Okay, kommen wir zum eigentlichen Punkt, Sardinien. Oh, wenn ich nur dran denke, sabe ich. Wir haben, also letztes Mal habe ich ja darüber berichtet, wir sind in den Reisezug gestiegen und dann sind wir in Livorno angekommen, haben unsere Motorräder super erhalten bekommen. Ich war nicht ganz glücklich darüber, weil sie haben mein Motorrad an der Schwinge festgemacht. Ja. Nicht an der Schwinge, Entschuldigung, an der Gabel, ja, also an den Federbeinen sozusagen. Und das hat mir eigentlich überhaupt nicht getaugt, ja, weil ich mir denke, naja, es rüttelt doch halt ziemlich viel und dann, aber ja, Bikefahrt. ja, da sind wir raus und dann hatten wir eben ewig Zeit. Und von ewig Zeit rede ich hier von 10 Stunden, glaube ich. Was aber kein Problem war, weil in Livorno, es hat einfach schon 24 Grad gehabt. Wir waren weg von kalten Wien und das hat voll passt. Und außerdem, du bist in Urlaub und da hast so und so keinen Stress. Und somit vollkommen okay. Und wir haben einmal gesagt, okay, passt. Nach der Nacht im Zug, die ja eigentlich sehr gut war, wie erzählt, gehen wir mal einen Kaffee trinken, ja, einen guten italienischen Kaffee. Und haben uns natürlich am Strand ein Kaffeehäuschen gesucht. Ja. Und das war auch so, also es war richtig, richtig lässig. Und du schaust dann eigentlich aufs Meer und sagst, okay, passt, alles hat einmal geklappt, wir sind einmal in Livorno, wir müssen nur mal die Fähre finden. Und wir haben dann einfach mal eineinhalb Stunden oder 2 Stunden Kaffee getrunken. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt wird es Mittag, jetzt wäre es aber leiwand wegen was zum Essen. Und wollten eben was zur Mittagszeit, also so gegen 1 herum, was zum Essen suchen. Und eines, das ist mal so ein Nebenbei Information, ja. In Italien oder vor allem dort in der Toskana unten, ich weiß, in Südtirol ist mir das eigentlich nicht so aufgefallen. Da ist es anscheinend so, dass die echt zumachen, also wie in der Siesta, obwohl das heißt Siesta auf Italienisch, und ja, ich bin halt autobahnmäßig unterwegs, weil die Stadt komplett dicht ist.
Und die machen dann meistens erst um 17, 18 Uhr auf, ja, also komplett krank. Und wir haben dann probiert, was zu finden, haben dann auch was gefunden. Dort habe ich super Spaghetti mit Meeresfrüchten gegessen, also mit frischen Muscheln und so. Das war richtig born. Und ja, nachdem haben wir gesagt, ja, da haben wir auch wieder Zeit verbracht. Also es war nie so, dass wir jetzt gesagt haben, jetzt müssen wir noch eine Stunde warten. Und dann haben wir halt ganz einfach gesagt, gut, passt. Dann schauen wir halt wegen der Fähre und haben uns auf den Weg gemacht und wir sind mit der Grimaldi Line gefahren. Dazu komme ich dann in einem anderen Video mal und haben den Hafen einfach gesucht. Ja, und haben den Hafen natürlich gefunden, nur wir sind dann zum ersten Typen, der hat gesagt, nein. Keiner spricht dort Englisch, das ist überhaupt das Beste, keiner spricht dort Englisch. In Italien ist anscheinend, oder da unten in der Toskana, lernt man einfach kein Englisch, weil, weiß ich nicht, Italienisch ist eine Weltsprache. Aber ist ja egal, ja, man kann sich immer irgendwie verständigen. Und ja, der schickt uns 100 Meter weiter. Dann gehen wir zum anderen, der war voll arrogant, wirklich ein richtiges Arschloch, ja. Wo wir uns alle angeschaut haben und gesagt, Alter, am liebsten würde ich den einen in die Pappen hauen, dass er munter wird. Der war einfach nur arrogant, ja, und geschissen und hat uns überhaupt nicht geholfen und immer nur irgendwas gelabert von East. Ja, ja, passt. Gut, dann haben wir das. Also zuerst ein Freund von mir hat das probiert, mit ihm irgendwie zu bereden und dann ich. Wir sind gescheitert, haben gesagt, okay, passt. Wir fahren jetzt einfach den Schildern nach, wo steht Public Ferry. Und sind dann dorthin gefahren und waren natürlich falsch, ja, ganz logisch. Und der Typ war aber super geil. Der dürfte das schon 1-2000 Mal erlebt haben, weil der hat uns dann einfach einen Zettel in die Hand gedrückt, hat auch kein Englisch können, aber hat uns irgendwie erklärt, wir müssen zum East Terminal. Und hat uns dann genau aufgeschrieben, mehr oder weniger, was wir in die GPS-Daten eingeben. Das haben wir getan und sind dann dorthin gefahren und dort haben wir dann bemerkt, jo, da ist aber keiner und dort stand dann so ein Häuschen, wo drauf stand Grimaldi Line, nur das war tot, außer Asbest hat dort nichts mehr gelebt. Jetzt haben wir uns gedacht, ma, Alter, was geht? Ja, dann haben wir dort eine Dame mit ihrem Sohn halt probiert zu befragen, ob sie das weiß. Nicht einmal der Klein, der war 16 Jahre oder so, nicht einmal der konnte Englisch. Wir sind uns nicht einig, ob er sich einfach nicht getraut hat oder ob er einfach wirklich nicht Englisch kann. Und egal, mit Hand und Fuß und voll bemüht haben die dann gesagt, ja, das ist da drüben. Und im Endeffekt hat alles gestimmt. Wir haben nur nicht, weil wir deppert auf die GPS-Dinger geschaut haben. Maria, Alter, wenn ich nicht schaue, fahrt mir der rein. Idiot. Ich habe geblinkt, ja. Es ist einfach so fucking gefährlich. Egal. Und wir haben dann halt nicht mehr so auf die Schilder geschaut, sondern halt einfach mehr aufs GPS und gar nicht mehr so Umgebung. Und dann sind wir halt wieder wirklich bis zum nächsten Kreisverkehr gefahren und auf einmal stand dort Grimaldi Line und wir waren dort. Und dann haben wir weitere Österreicher getroffen, wo die Frauen einfach mit dem Bus gefahren sind und die Männer mit dem Motorrad. Und die Männer haben das dann halt irgendwie gefunden, aber die Frauen waren nicht, weil sie nicht navigieren können oder so, sondern weil sie das halt eben auch nicht gefunden haben und die Männer auch und die haben dann probiert, also wir haben ihnen dann geholfen und haben gesagt, ja, dann schickt sie ihnen die GPS-Daten oder einfach faktisch über Google den Positionspunkt und ja, das haben sie dann gemacht und das dürfte dann geklappt haben. Und das ganze Szenario, ja, kein Spaß, hat circa, ja, 1,5 bis fast 2 Stunden gedauert. Und das haben wir am späten Nachmittag gemacht. Also wenn wir das gemacht hätten, unsere Fähre ist um 9:30 wollte um 9:30 ablegen. Und ja, das wäre natürlich ein Wahnsinn gewesen, ja, weil in der Nacht das zu finden natürlich noch 10-mal schwieriger. Irre, ja, also hatten wir eigentlich Glück, jetzt kennen wir uns aus.
wenn mal jemand von euch dazu Fragen hat, schicke ich euch gerne den GPS-Point. Ja, und dann haben wir eigentlich noch was gegessen, nämlich eine super geile Pizza. Waren alle happy, wir haben Bier getrunken und sind dann eben zurück zu dem Punkt und sind wirklich absolut reibungslos auf die Fähre aufgefahren. Und dann begann das ganze Spiel der Fähre. Und das erzähle ich euch im nächsten Motovlog, wie das Ganze abgelaufen ist. Und da werde ich euch ein paar Tricks verraten, die ihr einfach mitnehmen solltet oder euch merken oder wie auch immer. Und ja, mit diesem Gebilde hier und meinen Fast-Tod heute wünsche ich euch alles Liebe und wir sehen uns ja dann so oder so, ne? Eigentlich, ja. Yeah. Wir könnten jetzt natürlich noch sagen, wir machen jetzt noch so ein bisschen Tunnelbohren. Machen wir noch so Tunnelbohren. Auf jeden Fall verabschiede ich mich. Mein Name ist Seven Heaven und das war Sardinien Teil 2. Ciao!